Da muss man sich zumindest überlegen, wo man hinsteigt, damit man nicht andauernd in Rutschgefahr ist. Warte nur balde, ruhest du auch. Schaut ziemlich ruiniert aus, aber der Turm steht noch. Ja, das meine ich mit aussichtsreich, ne? Da kann ein bisschen Kopf stehen. Bleiben wir jetzt sitzen, bis finster wird. Das nehme ich immer so, wie was nicht gesagt hast. Man schummelt nämlich, der hat zwei Schrittzähler. Man glaubt ja kaum, was in Mödlinger Ruhe hingeht. Warte mal zu, liebe Mami. Ja, hallo und willkommen vom Beilsteinhaus auf dem gleichnamigen Beilstein. Ich bin Vater Bernd, heute geht's auf die 8. und letzte Etappe vom Wienerwald-Weitwanderweg. Und da nehme ich euch einfach mit. Und bevor ich euch mitnehme, können wir ein gewaltiges Panorama genießen. Also da hier oben im Beilsteinhaus, da gibt es eine Warte mit einer ganz einer tollen Morgenstimmung. Und das ist es echt wert, sie da einmal zu besuchen. Das Observatorium am Schöpfel, ein bisschen die Nebel im Triestingtal, hinten oben die Araburg, das Hocheck, da den Unterberg, da hinten Rax, ein Schneeberg, dürre Wand und hohe Wand sind zum Sehen. Da hinaus sieht man dann ins Wiener Becken, jeweils mit ein bisschen Dunst und Nebel drinnen. Und da ging die Sonne, da sieht man drüben am Berg mit einem Sender, mit einem auffälligen. Das ist der Hohe Lindkogel. Und der Hohe Lindkogel ist jetzt ein Zwischenziel auf unserer letzten Etappe. Ja, na gut, dann gehst du hinaus, schau. Da sind wir nicht so. Wiener Wallfahrerweg, genau. Holzschlag, schau, 30 Minuten. Schwarzensee, 20 Minuten. Das ist unser nächstes Ziel. Ja, dann auf geht's. Der Forststraße entlang zunächst. Wenn man um diese Zeit vom Beilstein absteigt, dann kommt man in so ein ganz ein sonniges Wiesel. Hat richtig die Morgensonne im Gesicht. Und bei dem Wiesel darf man sich auch nicht rücken lassen. Da geht nämlich die Forststraße hier. Und wenn man da im Gegenlicht geblendet ist, kennt man diesen Wegweiser übersehen. Der hat uns jetzt gesagt, Schwarzensee 15 Minuten. Also bitte die 15 Minuten. Das heißt also, jetzt haben wir schon 5 Minuten hinter uns. Das ist stark übertrieben, weil wir sind erst 2 Minuten unterwegs. So, da vorne Licht durchfluteter goldener Tunnel angesichts der Jahreszeit. Sonst normalerweise ist das da ein grüner Tunnel. Bei diesem Abstieg da heißt es im Herbst besonders aufpassen. Es sind nämlich da durchaus ein bisschen schottrige Bedingungen. Und dieser Schotter, das rollt auch weg, ist aber vom Laub verdeckt, das heißt, man sieht das nicht gleich. Das Steigerl nach Schwarzensee hinunter ist fast überall kerzengrad, außer in diesem Abschnitt. Da ist es ganz besonders steil und da macht es ein paar kleine Kurven. Da im Abstieg auf Schwarzensee prangt jetzt im goldenen Morgenlicht ein 404er Schild, ganz stolz. Also, da wie neu, auch wenn es sicher schon Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Vom Beilstein aus ist ja noch nicht einmal 15 Minuten dieses Rastbankerl da erreicht, oberhalb von Schwarzensee, mit einem schönen Blick über die Wiesen. Da ist jetzt eine gute Gelegenheit gewesen, sich umzuziehen bzw. auszuziehen. Es ist nämlich ein ganz ein lauer Morgen. In Schwarzensee angekommen, hat man da nur den Weißenbacher Rundwanderweg an die Pfarrkirche angeschrieben. Die Pfarrkirche ist da drüben, unter dem Stein und der Mauer versteckt. Und da bei der Pfarrkirche geht es da auf die Wiese hinein. Da in Schwarzensee ist ja zum ersten Mal der Hohe Lindkogel mit ca. 2 Stunden angeschrieben über Zobelhof. Da ist jetzt gemeinerweise dieser hervorragende Rastplatz mit Aussicht unter dem schönen Baum mit der Markierung drauf, elektrisch verriegelt.
Nach wenigen Minuten hat man dieses Wiesel auch schon wieder überquert und findet sich auf der Straße wieder. Das schaut aber schlimmer aus, als es ist. Auch auf der Karte schaut das schlimmer aus, als es ist, denn es geht dann nur ein paar hundert Meter entlang der Straße und dann hat man einen Begleitweg. Tatsächlich war es vor einigen Monaten dieses 404er-Schild, exakt das, was mich drauf gebracht hat, da mal nachzuschauen, was denn der 404er eigentlich ist. Und das war wie immer im Rahmen von unserer Begehung des 448ers, also des Mödlinger Rundwanderwegs, da vorbeikommen sind. Und dann hat es eigentlich mir die Idee in den Kopf gesetzt, doch einmal eventuell irgendwann diesen 404er zu begehen. Den 404er, dass wir den so schnell machen, also wenige Monate später, das war ursprünglich gar nicht geplant. Wir hätten uns eigentlich überlegt, einmal in Deutschland im Schwarzwald zu wandern und den Mittelweg zu begehen. So, warum haben wir uns da gegen den Mittelweg entschieden? Das liegt daran, dass wir gesagt haben, wenn man so eine Weitwanderung macht, das ist ja doch ziemlich ambitioniert, also zumindest für meine Mama schon auch eine Herausforderung. Und wenn wir da irgendwo in Deutschland im Schwarzwald sind und dann feststellen, nein, es ist uns zu viel und dann hat man keine gute Flexibilität, hat eventuell das Bahnticket für die Rückfahrt schon gekauft, dann muss man sich da irgendwie durchschlagen und nach irgendeiner Abbruchmöglichkeit suchen. Das ist natürlich in heimatlichen Gefilden schon einiges leichter. Deswegen haben wir uns dann letztlich auch dagegen entschieden und haben gesagt, na, der 404er ist von den Anforderungen her ähnlich. Und das stimmt aber nur auf dem Papier. Der 404er ist aus meiner Sicht anstrengender. Also allein, wenn man sich die Höhenunterschiede auf den letzten drei Etappen anschaut und auch die Kilometer, die wir da zurücklegen, dann muss man sagen, dass der Mittelweg in Deutschland, der ähnliche Länge aufweist und auch in 9 Tagen begehbar ist, dass das bei weitem die einfachere Geschichte ist. Oh, das ist 04er-Schild ist. Da kann man da hinten vorbei und sieht so einen ausgetretenen Pfad. Schon. Die großen Anforderungen bezüglich des Höhenunterschieds gelten auf dem 404er vor allem für die tatsächlichen Alpenetappen. Jetzt, wo wir uns wieder im eigentlichen Wienerwald befinden, ist das bei weitem nicht so schlimm. Wir sind ungefähr bei 800 Meter Höhenunterschied bis Mödling. Kurz nach einer auffälligen Schneise erreicht man da so einen Fahrweg. Und da ist eine extrem dicke Föhre, die da über mir aufragt. Und da gehört man jetzt auf die Straße hinaus. Das ist jetzt vorbei mit diesem Begleitweg. Diese Pfeile sind, dass man da entlang der Straße in die eine und in die andere Richtung den 04 hat. Wir dürfen an dieser Abzweigung die Straße verlassen und auf den Güterweg in Richtung Zobelhof abbiegen. Leider hat man da immer noch nicht meinen Vorschlag aufgegriffen, über diesen kleinen Taleinschnitt da eine Hängebrücke zu errichten. Das heißt, wir müssen sozusagen den Gehöft absteigen. Gleich nach dem Gehöft, da ist eine Weggabelung und wir wenden uns da dem Verlauf des 404ers zu, der da übermäßig gut schon fast an dem Strommasten angeschrieben ist. Auch dieser Mast trägt ein sehr ausgebleichtes 404er-Schild. Die Anhöhe ist jetzt gemein, weil da sieht man nämlich plötzlich nicht mehr, wo man hingeht. Hinter mir bei dem Matterl, da ist jetzt die 1-Stunden-Marke erreicht. Wir kommen jetzt gut voran. Es ist gar kein Vergleich zu den alpinen Etappen, die wir da haben. Also der Anstieg auf den Lindkogel ist relativ moderat. Es geht da halt diesen Rücken hinauf. Nicht überall dem Verlauf des Kamms folgend. In Zobelhof, da gibt es einen Bauern, der ein Wirtshaus hat. Und da isst man erstaunlich gut. Und auch sehr günstig. Da ist am Wochenende sicher einiges an Betrieb, überhaupt solange man draußen sitzen kann. Da ist das von mir beschriebene Wirtshaus, das Mostübel Edelbacher. Ja, beim Zobelhof sind wir jetzt auf dem Sattel und sehen auch ein bisschen schon in die andere Richtung. Schon. Und da haben wir einen schönen Baum mit einer schönen Markierung, auf der eine schöne Zahl steht, nämlich 404. So, da ist jetzt ein Baum mit vielen Markierungen. 448, 404, 42, alle haben der Wanderweg 9, na was es nicht alles gibt.
Da geht es jetzt auf der Forststraße zunächst in den Wald hinein. Aber alle Wanderwege, also der 04er, der 404er und der 448er, verlaufen jetzt hier abseits der Forststraße. Also ihr seht da neben mir, da sind umfangreiche Schlägerungsarbeiten durchgeführt worden. Und daher haben wir uns entschieden, den üblichen Anstieg, der da hinter mir in dem Waldstück auf einen Steigerl verläuft, doch sein zu lassen. So, hier würde der Steig heraufkommen. Und so bei Sonnenschein, da hat ja sogar so eine Forststraße einen gewissen Reiz. Da links hinunter ist Reitern und Radfahren verboten. Darum wird auch nur vor uns geritten. Wir haben uns schon gewundert, dass die Tatanenstimmen im Aufstieg, wo es doch ein bisschen sehr steil war, so angeregt unterhalten können. Da haben wir ein bisschen umgedreht, weil wir gedacht haben, das ist also die Konditionswunder, die ich jetzt gerne sehen. Und dann habe ich festgestellt, diese Konditionswunder sitzen auf einem Pferderücken. Dahinter mir hat man jede Menge junge Lerchen angepflanzt. Die sind zum Teil schon schön fern. Da lassen wir jetzt diese Forststraße, beziehungsweise da ist eine Weggabelung. Und wir nehmen die goldene Mitte. Dieses Kreuz da, es ist das sogenannte Hirschenkreuz. Da hätten wir einen Bankerl davor, damit man einmal Luft holen kann. Von hier aus sind es aber auf den Gipfel des Hohenlindkogels nur mehr ca. 15 Minuten. Kurz bevor man den Sender am Hohenlindkogel erreicht, geht es dann über Kalkschotter dahin und man kommt auf seinen Buckel mit einem Aussichtsbankerl. Da kann man zur linken Hand hinaufsteigen. Also da der Anhänger von Süden und da unten in dem Tal drinnen, da liegt Ziegenfeld und da die Linie, die man da erkennen kann, durch den Wald so schräg ansteigend, das ist die Wiener Außenringautobahn und ein bisschen im Dunst sieht man sogar die Hochhäuser im Süden Wiens und zwar dürfte es der Wohnpark Alt-Erla sein. Das mit der Aussicht kann der hohe Lindkogel nämlich noch besser als vorhin das Bankerl. Da ist jetzt die Warte erkennbar. Wir befinden uns jetzt im Turm in der Sina-Warte. Beim Eisernen Tor und da steht zur Erhaltung des Turms, bitte, wir haben eine Spende. Also dann münzen wir da mal ein und steigen anschließend hinauf. Der Turm schaut so aus, als ob er Erhaltung bitter nötig hätte. Schöne Worte, aber natürlich muss man kein großer Prophet sein, um das vorherzusagen. Trotzdem. Der Goethe trifft diese herbstliche Stimmung schon sehr gut und wir haben dann auch eine ganz eine enge eiserne Wendeltreppe und jetzt hinaufschrauben. Von der Sina-Warte aus erschließt sich uns noch ein herrlicher Blick über praktisch den gesamten Wienerwald und wir haben auch wirklich ein tolles Wetter und sehen auch weiter hinein in die Alpen. Wir erblicken da unten jetzt Sobelhof und Schwarzensee und den Beilstein. Da hinten das Hocheck, den Kammverlauf bis zum Unterberg und da hinten dann wiederum Rax und Schneeberg und da hinüber dann die Ausläufer der Alpen, die letzten. Da haben wir noch den Hochwechsel zum Sägen und das vernebelte Wiener Becken unten. Und dann außerdem noch auf der anderen Seite mit diesem Sender da drauf den Anhänger und hinterm Anhänger liegt das Ziel unseres heutigen Tages, nämlich Mödling. Ja. Hast du echt schon drauf gedrückt? Ich habe schon drauf gedrückt. Also. Da hättest du eh schon sagen können, wieder mal was geschafft ist, ja okay. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Wunderschön ist es da mit der Sonne. Ja, wir haben das Schutzhaus Eisernes Tor jetzt erreicht, eh klar. Wir waren ja auch auf der Warte und da ist jetzt Zeit für eine kleine Rast. Nicht einmal 2 Stunden 15 Minuten vom Teilschnitt her, also super gegangen. Ja. Heute ist nochmal die Genussetappe ganz am Schluss. Es gibt Höhenmeter und Höhenmeter. Ja. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man die Höhenmeter da macht, einfach sehr entspannt, hauptsächlich auf der Vorstraße oder auf einem recht breiten und eigentlich zum Teil wirklich gut befestigten Steig oder halt irgendwo in einem Gelände, wo es doch abschüssig und zum Aufpassen ist und man auf den Nadeln ausgleitet. Jägerhaus ca. 10 Kilometer. Wo ist das Jägerhaus? Also da hinunter durchs Eiserne Tor durch. Baden-Hotel Sacher über Jägerhaus, 7,9 Kilometer, 04. Also einer der ganz wenigen, ganz wenigen Wegweiser da auf Wanderwegen,
wo man eine Kilometrierung drauf, ein Video von 448er gesehen hat, der weiß, das eiserne Tor, das ist irgendwie deutlich dürrer ausgefallen, als man das vermuten würde bei so einem großspurigen Namen. Aber es ist ein Tor und es ist aus Eisen, also bitte. .404 Brennersteig. Also Baden und Bad Vöslau über Brennersteig. An diesem 26. Oktober, dem Nationalfeiertag in Österreich, da ist man auf dem Brennersteig um diese Uhrzeit und bei dem Wetter dann doch nicht alleine. Also wir haben jetzt in den letzten 3 Minuten meiner Meinung nach mehr Wanderern begegnet als auf dem gesamten Verlauf der letzten fast 200 Kilometer. Es waren mindestens 30. Davor waren es pro Tag vielleicht 2. Und jetzt geht es da dahin, schau, weil da ist nämlich eine blaue Markierung. Ja, ihr seht die versicherte Passage da. Das ist nicht ganz unbegründet. Ging natürlich auch ohne diese Eisenstange, wenn es denn not tut. Aber man ist schon ganz dankbar. Leute, die auch diese Passage mit dem Mountainbike bezwingen, denen gebührt mein tiefster Respekt. Es gibt welche, die kennen sowas. Und da sind jetzt zumindest bei der versicherten Stelle die Stöcke keine große Hilfe. Und da muss man aufpassen, der Steig ist viel begangen. Unter dem Lauf verbergen sich zum Teil ziemlich abgetretene Steine und da kann es rutschig sein. Da muss man sich zumindest überlegen, wo man hinsteigt, damit man nicht andauernd in Rutschgefahr ist. Das Gelände ist jetzt kein Absturzgelände, aber ein blöder Umknöchler oder Ausrutscher endet im schlimmsten Fall dann mit einem Rettungseinsatz. Hinter mir seht ihr die letzte Steilpassage am Brennersteig. Es ist wirklich zum Aufpassen. Also bei Nässe empfehle ich das eher nicht. Von links kommt man her, wenn man den Brennersteig umgangen hat. Nicht nach Bad Vöslau hinunter, sondern den 448er folgen. Also an diesem letzten Tag ist vom gemütlichen Anstieg über Spazieren bis hin zu einem forschen alpinen Abstieg und immer noch einer tollen herbstlichen Kulisse wirklich alles dabei, was diesen Wienerwald Weitwanderweg ausmacht. Vor uns kommt jetzt der sogenannte Soßer-Lindkogel in den Blick und auf diesen Soßer-Lindkogel kommen wir nicht mehr ganz hinauf, auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt in einem Video, wo wir inzwischen den 8. Tag durch eine großartige Herbstkulisse wandern, ein bisschen fad wird. Aber diese herrlichen Herbstformen, da kann man sich einfach nicht dran satt sehen. In derselben Höhe vor einer Woche war dann noch vergleichsweise wenig braun zu sehen und viel mehr goldgelb. Aber das macht ja auch genau den Reiz aus, dass man dieses Fortschreiten des Herbstes erfahren kann, weil man so lange unterwegs ist. An dieser Stelle wäre der ermattete Wanderer versucht eventuell da jetzt abzusteigen hinunter. Das wäre aber gefehlt. Für uns geht es da jetzt der rot-weiß-roten Markierung folgend mit geringem Gegenanstieg noch ein Stück weiter. Näher hin zum Soßer-Lindkogel. Das, wo es da hinunter geht, ist der sogenannte Kalkgraben. Falls man da falsch abzweigt, ist nicht viel verhackt. Man gelangt auch zum Jägerhaus. Allerdings nicht dem Originalwegverlauf entsprechend. Man kann hinter mir den Wegverlauf noch erkennen. Untrüglich befindet man sich da im Kalkgebirge. Das heißt, da ist überall noch felsig. Und der Weg hat ein bisschen einen Steigcharakter gewonnen, aber wenn er so breit bleibt. Im Baum da ist die Abzweigung des 404ers zu finden. Da geht es hinunter in Richtung Jägerhaus jetzt. Da im Abstieg hat man nochmal ganz hübsche Passagen und jeweils auch Aussichtsbanken. Also das ist da auch wieder mit einer herrlichen Färbung. Nochmal ein Genussabschnitt.
echt rollige Abschnitt, da ist aber gleich wieder vorbei. Und da hat man schöne Ausblicke in die Abhänge und in die Talschaften, die es da jeweils gibt. Hat man wieder mal was Neues, da so bei den Felsen drüber. Und ein bisschen enger, aber diesmal liegen da Kiefernnadeln. Schaut mal dieses gewaltige Exemplar von Schwamm an, der auf diesem Baum da drauf sitzt. Wenn man da vorne diese Einmündung erreicht, ist man auf genau 444 Meter Höhe. Da vorne wird diese leidgeplagte Wandersfrau schon wieder befürchten, oh je, ein Gegeneinstieg. Es ist aber zum Glück nicht so. 04 reißt uns auch wirklich da auswärts. Echt tief unten erreicht man fast einen klammartigen Abschnitt, auch wenn da kein Wasser durchfließt. Auf einmal ganz unvermittelt ein Häuslein und da sind wir beim ehemaligen Gasthof Jägerhaus. Hinter mir eine gewaltige alte Buche. Da ist der 404er jetzt runtergekommen und es ist wieder Hohenlingvogel und der Schutzversammlung. Wir müssen dort unten jetzt nach links abzweigen. Wir haben eine kurze Rast eingelegt nach dem Jägerhaus, um uns zu stärken vor einem kleinen Anstieg. Vorne in Sichtweite schon ist es mit dem Anstieg auch schon fast wieder vorbei. Und wir befinden uns am 404. Das gibt doch Hoffnung. He? Gut markiert ist nämlich diese Abzweigung erreicht, innerhalb von einer Minute eigentlich. Und auf dieser Abzweigung da geht es jetzt kurz noch auf diesen Pfad bergan. Und auf dieses bergan ist nicht länger als das vorangegangene. Nach einer weiteren Minute Anstieg erreicht man nämlich diese Weggabelung, auf der es für uns nach rechts geht. Und jetzt steigt es eigentlich nur mehr unmerklich und alsbald auch dann gar nicht mehr. Auf diesem sonnigen Abschnitt da folgt der Weg relativ lang an der Fallstraße, erreicht sie aber fast nie. Da ist leider nachkommen, weil sonst verzäumen wir nämlich, dass wir da schon wieder von der Forststraße hinunter dürfen. Noch einmal kreuzen wir die Forststraße und da geht es wieder auf das Steiglein hinunter. Für uns auf dem 404er gibt es dann eine Abzweigung mit einem kurzen Gegenanstieg von so circa 40-50 Höhenmeter, damit wir auf der Ruine Raueneck vorbeikommen. Die kennen wir nämlich noch nicht. Nach einer weiteren Forststraßenquerung, 404 ist da eingeritzt in dem Fall, kann man also wieder auf einem Steiglein in diesen Graben da hinunter. Beim Abstieg ins Helenental kommt da zum ersten Mal ein Türmchen der Ruine Raueneck ins Bild und da hinten auch Mauern. So, hier ist die Weggabelung, das ist ganz unauffällig und da sieht man auch keine Markierung. Erst wenn man dann da vorne ganz kurz gegen angestiegen ist, dann hat man auf dem Baum da ein blaues Pfeilchen. Naturdenkmal. Das da ist die sogenannte Königshöhle. Offensichtlich oft schon Feuer gemacht worden. Decke schon vor langer Zeit eingestürzt. Sehr viel Höhle ist nicht, aber ein schöner Unterschlupf. Und da ein eindrucksvoller Steinbogen. Also für 50 Höhenmeter zusätzlich und vielleicht einen Umweg von knapp einem Kilometer bekommt man da ein beeindruckendes Naturdenkmal zu sehen. Wer das da hier oben noch nicht kennt, ist gut beraten, sich auch dann noch die Ruine Raueneck anzuschauen. Die Ruine Raueneck. Das schauen wir uns an und dann geht es da wieder hinunter. Schaut ziemlich ruiniert aus, aber der Turm steht noch. Eine schöne große Burganlage mit mehreren Innenhöfen.
Man kann da über eine Stiege hinauf. Schau. Da hat man einen wunderschönen Blick auf die Stadt Baden, auf den Aquädukt, der Wiener Hochkühlwasserleitung. Und da hinunter ins goldene Helenental sieht man diese Burganlage, ist sehr, sehr weitläufig. Und drüben auf der anderen Seite ist die Ruine Rauenstein. Und da aus dem Tal heraus, da kommen wir her. Durch den Burggraben von Rauenegg geht es dann wieder hinunter ins Helenental. Da im Abstieg von der Ruine hat man noch eine schöne Felslandschaft. Das ist auch dann auf der gegenüberliegenden Talseite noch einmal felsig. Selbst in Mödling gibt es immer die Möglichkeit, ein Felserlebnis zu haben. Die Alpen strecken ihre Nase da ganz besonders weit hinaus ins Wiener Becken. Man nähert sich jetzt dem Helenental und der Stadt Baden mit Riesenschritten. 100 Höhenmeter maximal noch Abstieg, wenn überhaupt. Und dann stehen wir unten. Und das Helenental ist das Tal, das von der Schwechat durchflossen wird. Sollte eigentlich Schwechattal heißen. Sehr weit unten erreicht man eine Stelle, wo man jetzt nach links zurück darf, ins Helenental. Ja, können wir da rein, oder? So, wir können da über die Straße drüber und da auf einem Wegerl hinunter in Richtung der Schwechat. Ist ein bisschen eigenwillig der Wegverlauf da. Jedenfalls, wir folgen jetzt dann dem Verlauf der Schwechat und überqueren sie bei nächster Gelegenheit, denn wir steigen ja bekanntlich noch vor der Ruine Rauenstein, die man da drüben durch den Wald schimmern sieht, wieder auf die andere Talseite ein Stück hinauf, so ca. 100 Höhenmeter sind das ungefähr. Also Mödling, Helenental und auch da 404. Im Helenental waren jetzt sehr viele Menschen. Da oben sieht man jetzt die Ruine Rauenstein und da, die Ruine ist gesperrt, ja. Weitwanderweg 404, 04, 448. Im jetzigen Abschnitt, da teilen wir unsere Trasse sehr oft mit dem Mödlinger Rundwanderweg 448. Aber eben nur sehr oft und lang nicht immer. Die 48er Schilder sind sehr prominent und denen darf man aber nicht überall folgen, sonst macht man nämlich einen riesen Umweg, den wir uns heute aber ersparen. Und das sind jetzt 100 relativ steile Höhenmeter. Da ist es ein bisschen mühsam. Sieht man da sehr prominent noch eine grüne Markierung nach oben. Der braucht man aber nicht mehr folgen, denn wir können tatsächlich an dieser Stelle jetzt nach rechts und haben unseren Anstieg geschafft. Also jetzt sind wir auf der anderen Seite des Helenentals und da wachsend höheren, da ist relativ trocken und da geht jetzt ein Steiglein immer am Hang entlang, eigentlich auf derselben Höhe, und das ist ganz eine genuss- und aussichtsreiche Wanderung. Seht ihr da hinter mir die Mauern und den Turm von der Ruine Rauenstein? Ja, das meine ich mit aussichtsreich, ne? Also man kommt dann noch also auf einen Felsen mit einem Kreuz gekrönt und kann hinunterschauen in Richtung Baden. Da sieht man auch, dass diese Landschaft die ganze Zeit so felsig ist. Und da vorne ist ein Abschnitt, der ist richtig nochmal alpin. Darf man nochmal seine Kletter- und Kraxelfähigkeiten unter Beweis stellen. Die Felsen selber sind leider rutschig, also nicht draufsteigen und auf die Reibung hoffen. Das geht nämlich schief. .04 bzw. .404 stimmt da in der Richtung nur dann, wenn man jetzt in umgekehrter Richtung begehen will. Also außerdem hängt das. Man kann ein bisschen Kopf stehen. So. Wir steigen da jetzt immer wieder einmal mit dem Weg noch an. Wenn man jetzt diesen auffälligen kleinen Graben da erreicht hat, wo der Weg eine ziemlich enge Kehre macht und da wieder drüben am Hang verbleibt, ist es mit dem Aufstieg aber mal geschafft. Jetzt sind wir ca. 400 Meter und da bleiben wir jetzt für längere Zeit. Eine kleine Warte im Wald. Und wenn man an der vorbei ist, muss man aufpassen. Da ist jetzt 404 angeschrieben. Da vorne 40 da hinunter, aber eben 04 da hinauf. Noch einmal zum ganz sicher gehen. Weitwanderweg 404. Jetzt, wenn wir uns da vom 448er getrennt haben, ist die Markierungsmotivation deutlich angestiegen. Also plötzlich findet man fast auf jedem Baum eine 04er Markierung. Entweder von Hand gezeichnet
oder auch als Blechschild. Auf diesem hübschen Teilstück, da kommt man gut voran und da drüben taucht jetzt durch den Wald immer wieder mal die Theresienwarte auf. Da müssen wir aber nicht hinauf, sondern wir gehen da achtlos und den vorbei. Da gibt es noch ein neues Mädchen zu bestaunen, da haben wir 4 übermalt und aus dem 404 nur mehr 04 gemacht. Hier unterhalb der Theresienwarte, da wird tatsächlich der 04er noch breiter. 04! Rudolf Brockschütte über Einöde 3 Kilometer, auch wieder mal eine Kilometrierung. Das ist unser nächstes Ziel. Da haben wir jetzt noch einmal gut markiert, dass man es ja nicht verfehlt. Da wollen wir jetzt nach links abzweigen. Wir sind da jetzt im Bereich vom Gasthof Rudolfshof. Und da kann man da vorne dann, wo man auf den 448er trifft, ein kurzes Stück absteigen, wenn man möchte, um noch seine Wasservorräte aufzufüllen. Da oben, das ist der Rudolfshof. Da ist jetzt ein regelrechtes Gewirr von Wegen. Und es ist aber tatsächlich so sensationell gut markiert, dass man nie in Zweifel ist. Sagen wir 50 Meter ein Querweg. Es ist eine spannende Gegend. Da steht nämlich Achtung Rodelbahn. Es ist jetzt Ende Oktober. Vermutlich noch ein sehr schottriges Vergnügen. Es hat die Naturweise eingerichtet, dass Bäume recht groß sind. Sonst hätten nämlich diese vielen Markierungen. Da ist noch 404 drauf gewesen. Also es gibt ihn noch. Wenn auch nur mehr ein Gedenken und auf alten Blechschild. Breitschrift 404, 42 und 40. Die wird immer breiter, weil der Baum immer größer wird. Das ist offensichtlich eine sehr dauerhafte Farbe. Da ist jetzt deswegen so intensiv markiert, weil der Verlauf vom 40er und vom 04er und vom 448er und vom 42er und vom 404er da an dieser Stelle plötzlich voneinander abweichen. Wir gehören hier geradeaus in die Einöde hinein. Jetzt sind wir jetzt beim Parkplatz in der Einöde und überqueren die Straße. Hier unten ist die Brockschütte angeschrieben mit 35 Minuten. Das ist ambitioniert über das große Kintal. Also da darf man sich auch durchaus eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen. Das ist kein Schand. Das ist jetzt nämlich der Endgegner. Also da geht es jetzt nochmal 250 Meter hinauf. Und die Dame den Aufstieg wagt hinter dem Zaun. Dort geht es tatsächlich hinauf. Da ist reger Publikumsverkehr. Und wir können da hinauf rechts ins große Kintal. Nachdem wir da wirklich schon in den letzten 8 Tagen jetzt 200 Kilometer in den Beinen hat, ist es eine würdige Herausforderung, der man am besten dadurch begegnet, dass man in der Mitte bei der Einödhöhle eine kleine Rast einlegt. Und davor geht es noch diese Passage zu bewältigen. Da hat man jetzt die Höhleneingänge mit ziemlich schweren Kiefernholzgattern verschlossen. Und da vorne können wir uns jetzt einmal ganz kurz hinsetzen. Höhle. Und auf der anderen Seite dann kommt die Einöde. Die sind um diese Jahreszeit schon abgesperrt wegen der Fledermäuse. Zum Schutz der Tiere, die dort drinnen überwintern und übernachten. Und da hat man diese Aussichtsplattform. Die hat auch tatsächlich ein bisschen Aussicht. Aber für uns geht es dann da hinüber weiter ins kleine Kintal. Dann sind 200 Meter Anstieg zu bewältigen. Und das ist dann der letzte große Anstieg. Es ist das kleine Kintal. Kien stimmt, wir haben da lauter Kiefern. Ein Tal stimmt da, aber es ist ein sehr steiles Tal. Und in dem geht es dann lange Zeit in der Tiritissima hinauf. Da ist nochmal richtig zum Durchschnaufen. Der Eingang ins kleine Kintal wird von Wildschweinen bewacht, aber welchen aus Holz? Einmal hier und einmal da oben bei dem anderen Rastplatz. Und wir müssen da jetzt in diesen Einschnitt und können dann aufsteigen zur Rudolf-Brocksch-Hütte. Der Graben da ist ziemlich steinig und da oben auch von querliegenden Baumstämmen versperrt. Da kann man aber da auf der rechten Seite ausweichen. So wie der da austreten ist, liegen diese Baumstämme da schon seit einigen Jahren. Wir haben eine Stelle passiert, wo der Graben jetzt seinen Verlauf ein bisschen geändert hat und
nach links abgebogen ist und gefühlt auch etwas steiler geworden ist. Und das ist da auch die Stelle, wo der Ausstieg aus dem Graben beginnt. An Höhe des Rückens da vorne, die erreicht man nicht ganz, sondern wendet sich da jetzt wieder ein bisschen weniger steil nach rechts hinauf. Da wird jetzt das Gelände dann moderater. Die Sonne hat uns wieder. Und man erreicht hier die Einmündung eines Weges. Auf dieser sonnigen Anhöhe und von dem Pfeil da vorne gut markiert, wendet sich der Weg jetzt endgültig nach rechts in Richtung Ost-Nordost. Und da hat man jetzt eine Seehöhe von ein bisschen über 480 erreicht. Das heißt, es geht noch 60 Meter bergan. 404er heißt es. Der letzte große Anstieg, das letzte Bergziel, die letzte Aussichtswarte, die ist dann dort geschafft. Wer da diese Wurzelteppiche vor sich sieht, aber immer noch keine Hütte, und sie denkt, ja, Kruzifix, das ist doch ein Jammer, nimmt es denn gar kein Ende, der leidet genau unter der Tatsache, dass man da praktisch bis ganz zum Schluss die Hütte nicht sehen kann. Also zu dem Zeitpunkt, wo man da was von der Hütte sieht, ist man praktisch komplett am Berg um. Hinter mir setzen wir, die Rudolfhütte ist erreicht. Und wir haben jetzt an dieser Stelle der Kumpoldskirchen über Beethovenweg. Und da wollen wir hinunter, das ist der offizielle Wegverlauf. Jetzt da oben am Pfaffstädtner Hobby steht unserem triumphalen Einzug in Mödling noch weit über 200 Kilometer in 8 Tagen und über 7000 Höhenmetern nichts mehr im Wege. Das heißt, wir machen uns jetzt auf. Es ist 16.30 Uhr. Der erste Abschnitt vom Pfaffstädtner Kogel hinunter in Richtung Kumpoldskirchen ist jetzt noch einmal ganz schön steil. Und dann kommt man aber in flacheres Gelände auf einem schönen Steiglein. Und jetzt geht es ja einmal richtig entspannt. Dadurch, dass wir uns da jetzt auf dem letzten Abschnitt unserer Tour auf einem Osthang befinden und die Sonne halt leider im Westen untergeht, sind das jetzt so ziemlich die letzten Sonnenstrahlen gewesen, die wir eigentlich bis ganz zum Schluss kriegen werden. Wir halten uns da jetzt nach links Richtung Föhrenweg. In die andere Richtung sieht man 404 wäre da hinaufgegangen. Das heißt, also, wir sind in diese Richtung richtig. Und jetzt hat man eigentlich kaum mehr eine Möglichkeit, sich zu verfahren, zügig fahren. Und es ist jetzt mehr oder weniger nur mehr ein Einschweben in Richtung Mödling. Und ich muss an der Stelle sagen, es waren jetzt die letzten 4 Tage, kann man sagen, 4-mal jetzt für eine Dame und noch dazu für eine Dame, die doch halt meine Mutter ist und ich bin schon nicht der Jüngste, wirklich Gewaltmärsche. Also das ist jetzt wirklich aller Ehren wert, sich da durchzubeißen. Wir schaffen es jeweils gerade und gerade noch so ungefähr bei Tageslicht oder manchmal auch nicht an unser Etappenziel und unermüdlich hampelt die Lila Mami da neben mir her. Das verdient sich allergrößten Respekt. Ich würde, wie soll man sagen, entweder muss man die Tour halt wesentlich früher machen im Jahr, sodass man mehr Tageslicht hat und die Etappen sind entspannt, aber sie sind trotzdem weit. Es ist einfach anstrengend. Also heute die Etappe, das geht noch, das ist vom Höhenunterschied her deutlich weniger als gestern oder vorgestern. Es ist, wenn man halt dann schon über 200 Kilometer in diesen letzten 8 Tagen in den Knochen hat, wird es deswegen auch nicht gleich ein Erholungsspaziergang. Das muss man schon auch sagen. Und von daher, wie gesagt, ich ziehe noch einmal tief den Hut. Das muss man erst einmal zusammenbringen. Das müssen selbst viele, wahrscheinlich, die sich das in Zukunft als Video anschauen werden, erst einmal schaffen, so eine Weitwanderung hinzulegen, vor allem mit diesem Höhenprofil. Da vorne auf dem Schild ist gestanden Föhrenweg. Es hätte eigentlich Föhrenweg heißen sollen. Weil da hat man uns jetzt Hindernisse in den Weg gelegt. Da muss man einmal umschiffen. Wie gemein. Ganz ohne Höhenunterschied ist jetzt auch da noch nicht. Wir haben also da über diesen Buckel hinauf und auf der anderen Seite wieder hintergemusst. Aber das ist jetzt natürlich kein Vergleich. Wenn wir es jetzt nicht in den Beinen haben, dann haben wir es nie.
diesem garstigen Graben da wird es auch noch mal steiler und ist recht unangenehm zu begehen. Der ist nämlich angefüllt mit so groben Steinen und grobem Holz und Stolperfallen. Unseren alpinen Etappen an den Vortagen sind die Knöchel doch schon arg strapaziert. Aber da vorne können den Wegweiser von einem Ende der Strapazen. So, wir dürfen hier den Graben verlassen. Der heißt Irblinkgraben, dieser garstige Graben. Wir sind richtig gelegen, 404. Haben also den Abstieg durch diesen Irblinkgraben. Ich persönlich finde da den Namen garstiger Graben viel passender, auch noch geschafft. Wir sind wieder einmal so weit. Es ist zwar da nicht der Wiesnowiener Wald, es ist aber trotzdem ein Wiesel. Und da sieht man ein bisschen was. Da unten sieht man jetzt den Weinort Gumpolzkirchen, der da zum Berg hin ansteigt. Man wird das so weit herunten gar nicht vermuten. Aber auch da hinten türmen sie noch Felswände. Und da ist einen kurzen asphaltierten Abschnitt erreicht. Es ist jetzt ziemlich oberhalb von Gumpolzkirchen. Noch einmal gut markiert. Die Abzweigung da geht so halb links hinauf. Richardhof. Wir passieren da jetzt gerade die Feigelhütte oberhalb von Gumpolzkirchen. Da schaut schon ziemlich aus. Das sind sicher die Leute bis ungefähr so 15 Uhr in der Sonne gesessen. Auch da im Abendlicht hat man einmal diese herrliche Herbstfärbung zu sehen. Aber jetzt ist halt nach 8 Tagen herrlicher Herbstfärbung das auch schon ziemlich abgenutzt. Der Beethovenweg als Spazierweg, so irgendwie für einen Nachmittagsspaziergang, mag ja ein Genuss sein. Und wenn man jetzt halt geht, in dem Bewusstsein, man ist vorher 210 Kilometer gegangen, um daher zu kommen, und eigentlich wollte man gern in Mödling sein und wieder heimfahren, ja dann ist mit der herrlichen Herbstführung kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Breite Föhre, Mödling. Klingt das gut? Es ist nicht drauf gestanden. Stunde in etwa. Da vorne verlassen wir jetzt das freie Feld wieder und treten noch ein weiteres Mal in den Wald ein, bevor wir dann den Golfplatz erreichen und mit einem Abstiegssegment beginnen. Heißt jetzt aufpassen, nach links hinauf 40, hinauf ist unpopulär, nach rechts ganz leicht fallen 404, das ist wesentlich populärer. Da hinter mir geht es nochmal Forschberg ab, das ist, damit wir uns einen Gegenanstieg ersparen, denn wir erreichen so durch den Graben wiederum auf der anderen Seite eine breite Forststraße. Die Forststraße führt uns jetzt da weiter in Richtung der breiten Föhre. Wer da vorne vor verschlossenen Türen steht, ist einen Schritt zu weit gegangen. Wir kehren hier hinunter. Ein bisschen Sicht da hinauf. Da ist zwar ein Bahn, aber nicht für Wanderer. Noch halb links. Und da kommt man unten auf die Straße. Jetzt nähern wir uns mehr oder weniger raschen Schrittes. Also am Ende des Tages machen sie die Strapazen schon bemerkbar. Der breiten Föhre. Zur breiten Föhre da geht es jetzt ein bisschen nach links. Das heißt, man folgt nicht genau in diese Schneise hinein. Das darf man da im Dämmerlicht nicht mehr versäumen. Jetzt ist es aber bald geschafft. Schon relativ dunkel geworden und wir sind da noch im Licht der Taschenlampe, beziehungsweise in dem Fall sogar noch im Licht vom Handy, weil meine Mama das als angenehmer empfindet, über die goldene Stiege in Mödling hinunterspaziert. Und jetzt gibt es noch ein bisschen an Straßenhalscher, bis wir dann in Mödling am Hauptplatz stehen. Und dort können wir dann den 404 mit Fug und Recht gut sein lassen. Man glaubt ja kaum, was in Mödling überall hingeht. Also 40, 42, 46, 404 und 444. Das ist jetzt bereits 444, der Wienerwald-Verbindungsweg. Das heißt also, der Weg, der jetzt den Kreis schließen würde. Nämlich den Kreis von Mödling bis hin nach Grinzing
wo wir unseren 404er begonnen haben. Ja, ich habe ein paar Lektionen gelernt. Und die wichtigste Lektion ist, man soll nicht auf die Leidensfähigkeit vertrauen. Also das ist jetzt konditionell für mich gar kein Problem gewesen. Für meine Mama konditionell immer eigentlich auch noch schaffbar. Nur man muss ganz klar sagen, dass zwischen ich kann das nur irgendwie absolvieren und ich habe dann noch wirklich viel Spaß daran, einfach ein weites Feld zu beackern ist. Und das habe ich, glaube ich, dann doch nicht optimal getroffen mit meiner Einteilung in die Off-Etappen. Deswegen an euch der Appell, solltet ihr einmal so eine Tour planen, dann seid entsprechend vorsichtig. Es passieren immer Unwägbarkeiten, so wie ihr es hier ja, bei mir jetzt auch gesehen habt. Und es zahlt sich nicht aus, wenn man zu ambitioniert ist und sich dann ein bisschen an Spaß, den man wirklich an dieser wunderschönen Tour haben könnt, dadurch nimmt, dass es einfach sehr anstrengend wird. Und selbst wenn man es dann schafft und wenn alle Schmerzen vergessen sind und alle Anstrengungen und man am Ende nur mehr stolz überbleibt, ist es trotzdem so, es hätte mehr Freude machen können. Das ist auch mein Appell, bedenkt das. Das habe ich daraus gelernt. Ha! Nicht mehr warten. Schau! Wir dürfen da bei dieser fünfastigen Kreuzung Spitalmühlgasse drüber und spazieren da dann in 200 Meter in die Fußgängerzone hinein, nämlich hier. So, wir haben es geschafft, wir stehen jetzt mitten in Mödling. Ich muss gestehen, ob es da wirklich ein Endeschild vom 404 gibt, das kann ich euch nicht sagen. Oder ob dort, wo man schon die 44 Markierung hat, offiziell Ende ist. Aber auf jeden Fall, das war es jetzt von der 8. Etappe von uns gemeinsam. Gratulation, liebe Mami, zur erfolgreichen Absolvierung des 404 in 8 Tagen. Ich bin flott dabei und du bist schneller. Ja. Und vielleicht sieht man sich einmal auf einer anderen Tour. Wieder jemand, der uns da Umwege zumutet. Wer hier ankommt und sich gar nicht entscheiden kann, soll jetzt überlegen, von wo er herkommt. Box frei und Öffnungszeiten. Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertag. Also, heute wäre Samstag und Feiertag. Es ist gleich doppelt offen. Heute ist ein Bonustag sozusagen. Und heute geht es auf den Wienerwald-Verbindungsweg 444. Wir hätten aber ohnehin nicht vorgehabt, dass wir da aufgehen. Oh ja, mein Schirm springt wieder einmal. Wer hätte es gedacht?